Judith, du bist jetzt plötzlich bei 3 nach 9. Ich kenne dich eigentlich eher von Punkt 20 Uhr. Wie kommt's, dass du jetzt 3 nach 9 machst? Naja, die Herausforderung stand vor der Tür und ich habe groß und laut Ja gerufen. Was reizt dich daran so? Es reizt mich, dass ich einmal im Monat auf 6 bis 7 total interessante Menschen treffe und die nach Herzenslust befragen darf. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, wir Journalisten. Wir dürfen ja, obwohl wir die Menschen gar nicht kennen, die intimsten Fragen stellen. Und meistens bekommen wir sogar eine Antwort. Wie dürfen die allerintimsten Fragen stellen, meinst du? Ja, natürlich. Fragen darf man alles. Dir dürfte ich jetzt auch die intimste Frage stellen? Ja, ich muss ja nicht antworten. Ja, das stimmt natürlich. Versuch doch mal. Was wäre so die intimste Frage, die dir keiner stellen dürfte, wo du rot anlaufen würdest? Also die musst du dir ja schon selber einfallen lassen. Ja, ja. Hattest du das letzte Mal Sex? Okay, das ist zu intim. Sowas würdest du wahrscheinlich bei 3 nach 9 auch nicht fragen. Also es kommt drauf an, wenn es sich inhaltlich irgendwie rechtfertigen lässt, schon, doch. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei 3 nach 9, bei deiner neuen Herausforderung. Dankeschön, vielen Dank. Und für mich ist natürlich ein inneres Anliegen, wir müssen dieses Gespräch so beenden. Sehr schön.